So, und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Borderlands, The Pre-Sequel. Hallo. Ja, es ist gerade stickig. Moses? Komm her, hier ohne gibt's Luft. Luft! Luft. Es ist halt schwierig, wenn man Cut in eine Atmosphäre macht. Nee, Cut macht aber ohne ohne Luft. Ja, Cut ohne Atmosphäre. So. Ja, ich schaff's. Das wird warm. Mama, das wird warm. Das wird warm. Oh Mist, hätte nicht gedacht, dass du wirklich kommst. Gemäue. Klar, ich bin eine Familie. Ich soll was einziehen. Komm, Ecto. Oh, irgendwas böllert hier auf mich. Ich habe voll Damage gekriegt. Tut die weh? Aua! Ich glaube, die tut weh. Was die denn? Oben? Also oben drauf müssen wir auf alle Fälle. Okay. Komm hier hinten, das ist erstmal Luft. Oh ja. Du kannst dich erstmal richtig schön einluften. Luften? Wieder heim, aufstehen, erstmal einluften. Bäm. Also ich muss da gleich unbedingt nochmal eine andere Waffe nehmen. Das Lasergewehr ist zwar gut, aber das ist so ressourcenhungrig. Waffeln! Hier oben gibt's Waffeln! Frisch gebackene Waffeln! Oh gut. Ich lege jetzt mal das Lasergewehr weg, das ist zwar gut, aber... Wo ist er? Da ist er. Ich das erwischt. Du. Oh, Waffeln! Waffeln! Nee, Schilde. Schilde, okay. Ist auch gut. 11. Alles gut. Was? Oh, guck mal, hier ist ein Knopf, ich drück den mal. Drück den Knopf hier. Danke, dass du mich über Captain Thorses Schicksal informiert hast, Kammerjäger. Dafür gebührt dir mein Respekt. Aber verschonen werde ich dich deshalb nicht. Das habe ich auch nicht gesagt. Dass sie den Körl über meinen Tod informiert haben, will ich. Lass sie mich rächen. Anscheinend stürmt Squad, Deadlifts Lieutenant, gerade mein Schiff. Ich wäre ihnen sehr dankbar, wenn sie ihn für mich finden und töten. Luft. Ey, du hast mir jetzt gerade voll die Luft geklaut. Ich glaub's nicht. Glaub's hackt. Du klaust mir die ganze Zeit irgendwas. Nein. Dein Inventar ist voll. Oh nee, nicht schon wieder. Dir und hinter dir. Vor dir und hinter mir. Schnauze jetzt. Aua. Ach, der wirft mit Äxten nach mir. Warum sagst du denn nichts? Helle Mensch. Du da, blaue Kügelchen. Das sind meine Drohnen. Das sind meine Drohones. Drohones. Ich mach mich mal auf den Weg hier hoch, das Türmchen zu besteigen. Mal gucken, was hier oben gibt. Ah, ich hab hier unten noch einen. Piss. Oh, Waffen. Ach ja, ich komme. Ja, Waffen. Eine Heavy Rifle ein und eine Heavy Ratatat. Ratatat? Das beides ist irgendwie scheiße. Ah, ich nehme die Heavy Ratatat. Ja, die Heavy Ratatat ist gut. Das andere Ding ist erstmal cool. Special Waffe. Nee, nix für dich. Mann. Special Waffen. Ach, da hinten ist Nell. Hallo. Wo waren denn die Waffen? Ganz oben. So. Also so ganz oben nur auch nicht, aber halt oben. Wirst du sehen. Siehst du schon. Siehst du schon oder siehst du? Ah, okay. So. Hadouken! Ich will jetzt endlich Auto fahren. Autofahren! Ah, oh, diese scheiß Schilde, ey.
Also die du kaufen kannst, ist jetzt echt nicht so geil. Oh, ich kann endlich mal was verkaufen. Hä? Komm, hier los. Na, tschüss. Nachbrenne. Luft. Du bist auch so ein Nachbrenner. Eine Pistole? Kann die was? Nee. Kann ich aber gerade verkaufen. Komm, geh weg. Pistole weg. So, gleich können wir Wagen benutzen, ne? Ich? Ja. Ignorier das. Tritt sie ein. Alles klar. Ah! Sehr gut. Schnapp dir jetzt ein Fahrzeug und komm zurück. Wenn du dabei ein paar Krakons killen willst, ich möchte so eine Art Leichenschmuck aus ihnen machen. Was nimmst du? Ich nehme Raketenkapsel. Ja, mach. Gespawnt. Ja, du fährst, ich, ne? Wie immer. Hä? Okay. Well, ich hab was, das dich nach Concordia reinbringt. Los, ab nach rechts. Warte, halt an. Wir müssen erstmal hier hoch. Da oben ist Nell. What? Lass die Kiste doch da stehen. Müsse dahin, wo keine Luft scheint. Ja, auch. Eigentlich komm nicht hoch. Nee, kommst auch nicht. Du musst hier hoch. Geh doch einfach außen rum. Ah, verdammt. Geh doch einfach außen rum. Das wäre doch viel einfacher. Ja, ich geh doch schon außen rum. Ja, mach doch. Hier. Na komm. Der Typ ist freundlich. Der ist total dufte. Du bist scheiße. Du bist ein Arschloch. Die Rüstung ist geil. Ja. Das war das. Tut mir leid. Ich würde Sie gerne belohnen, aber Sie wissen ja, ich bin tot. Trotzdem, danke. Kammerjäger, ich möchte dir danken, dass du Captain Thorses letzten Willen erfüllt hast. Komm zu den folgenden Koordinaten. So. Eine Luft tanken, dann können wir. Ja. Oder ist das auch wieder hier? Irgendwo zumindest. Ich glaube, das war hier ganz oben. Oder war es in der Kammer hier drin? Ja, es war in der Kammer. Ah, abschließen. Plündere das Versteck. Ich muss in der Nähe sein. Maxi Forza Skin Anpassung. Geil. Bis ich sie dir wieder abnehme. Will auch. Oh, Pistol halt, ne? Mann. Kannst du überhaupt was davon benutzen? Also freiwillig oder... Wo ist denn Luft hier unten? Ach, da ohne. Kann momentan auswechseln, auch bis auf Pistol und. Ja. Ja, also ich habe jetzt eine aufgenommen, die sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ein Scout Grenader. Grenader, Junge. Boah! Ein. Oh! Anna! Das ist so. Was machst du denn? Spiel ein bisschen rum. Mit was? Ja. Ach du Kacke, das ist ein Granatenwerfer. Ja gut. Hätte ich bei Granite Launcher. Ne, ist egal. Na komm, fahr. Kannst du auch irgendwas machen oder nur fahren? Kann fahren und mit dem Fahr zu dem Punkt da vorne, ne? Ja, der ist doch hier. Was? Warte. Was für einen Punkt meinst du jetzt? Da vorne lang, das Ziel. Von der Karte her. Ja, wollen wir hier Gas geben und rüberfahren oder? Wo war nochmal Nitro? Keine Ahnung. Nos? Was denn jetzt? Ah, ich kam. Warte, ich probiere das erstmal. Nee, oh Gott, nee. Wir werden sterben. Steuerung, Leertaste, irgend sowas. Alt,
Das war doch irgendwas komisches. E? Nee, Q? Nee, E nicht. F? Ah, F! Drück F! Oh, oh, oh! Warte kurz! Warte! Hier vorne ging's noch nach rechts. Au. Gibt's da was? Wundert mich. Na komm. Aua. Ich geh lieber oben rum. Oder gibt's hier unten auch was? Nee. Luft. Unnötig. Der Stille. Reisen. So, nächste Kiste, jetzt fahr ich. Jo. Mondbuggy. Ackerfahren. So, komm rein. Jo. Oh Gott, das lenkt sich ja wie Kotze. Geh weg. Weg. Oh Gott. Ah, ist heiß. Alle klar. 360. Mindestens. Scheißviecher. Ja, wie viel denn noch? Hammer sie. Oh Gott. Nee. Heiß. Idiot. Ja, es ist warm. Also ich steige aus. Oh Gott, ich steig aus. Luft, hier vorne gibt's Luft. Alter, der böllert. Hui. Alter, was ist denn jetzt los? Ich hab gerade irgendwas weggestummt. Wo geht's denn lang? So nicht. Was ist hier hin? Erstmal Luft. Ach, ich weiß, wo wir sind. Glaube ich. Ich nicht. Ach, doch, doch, doch. So ein blauer Strahl, der ist so verdächtig. Ne, wir müssen geradeaus. Der ist so verdächtig, das ist Luft. Blauer Strahl ist. Ach, O2. Siehst du? Ach, das meinst du? Ach, ist unwichtig. Guck, jetzt sind wir wieder in der Schmiede von der Ollen. Ah. Ne, wir müssen jetzt erst wieder zu Hause. Nach Hause. Ey Gott. Nach Hause. Wie ist das Ding vor mir explodiert? Weil ich draufgeschossen hab. Arsch! Das war nicht schön. Das macht so Spaß. Es ist so ruhig. Es ist echt ruhig. Ist ja alles tot? Komisch. Hooray! Hooray! Ne, da ist eh nur ein Fenster. Komm nicht rein. Weißt du, weil ich weiß, dass das ein Fenster ist? Weil du da schon mal stundenlang dran hingst? Nein, weil da ein Glas davor ist. Was der immer denkt. Irgendwie Fenster so an sich, glaube ich zumindest. Nicht unbedingt. Also Space Engineers hatte mein Raumschiff eigentlich nur Löcher in der Wand als Fenster. Das war aber nicht gut belüftet. Das war sehr gut belüftet. Wenn es Luft im Weltraum geben würde, natürlich. Gemäue! Mir sei wieder da! Grüß Gott. Schön, dich zu
Ja, finde ich auch. Ist immer schön, mich zu sehen. Abschließen. Oh ja. Beides Kackwaffen. Ich nehme mal die Pistole. Und beides Kackwaffen. Nova, no problem. Ich hab jeweils nur Kackwaffen bekommen. Ich hab's gerochen. So. Die Pistole sah jetzt geil aus. Miss Moxys Probe. Sieht jetzt nicht so geil aus. Aber die sieht gut aus. Ah ne, das ist eine Missionswaffe. Oh. Wofür brauche ich denn nochmal? Warte kurz. Brauche ich das für das Touch-O? Nee. Also, ich habe einen Teil von meinen Sachen in einen Safe gesteckt, um sie vor Deadlift zu schützen. Jetzt, wo er tot ist, wirst du den Safe für mich öffnen. Hier, folge mir! Warum erfinden wir nicht ein Wort, das sich auf Orange reimt? Klappt das mit dem kleinen Aufruf? Wenn du mich reinlässt? Hm? Wie soll man denn da reinkommen? Ja. Bist du blöd? Mach doch einfach. Auch grad. Olle, mach die Tür auf! Nö. Alles klar, machen wir erstmal einen anderen. Nimm das Geschichten-Ego. Jo. Ne? Ja. Du fährst. Komm rein. Was? Ach, ja, jetzt müssen wir die ganzen. Ey, da muss aufpassen, das sind so kleine Jump'n'Run-Einlagen. Ich würde nicht runterspringen, weil dann bist du. Ach, keine Ahnung. Wie willst du das sonst kriegen? Soll ich drauf schießen oder was? What's up? Ja, musst du. Hast du? Nee. Warte, ich hol's. Oh. Lande auf dem Boden. Ja, nee, weil hier musst du was zertrümmern und dann musst du hier hochknödeln. Nee, du musst das aus der Luft nehmen. Ja, ich hab's doch. Von hier ohne musst du. Ach, gut. Komm. Hoch. Ja, hier geht's doch hoch. Da liegt ein Teddy! Wo? Tibbers! Tibbers! Wie heißt der? Alter. Das ist kein Tibbers, das ist ein Tabbers. Wollen wir sie töten? Nein. Nein? Wo ist der andere? Alles klar. Vollautomatischer Granatenwerfer! Eigentlich ist er halbautomatisch, soweit ich es sehen kann. Böllern, Junge! Mal, hier kann man was öffnen. Ja, mach. Aus dem Spalt sprang Craig in Flamey. Bis voller Wut die arme Jamie. Sie schoss ihr mitten ins Gesicht. Den Schädelknochen fand man nicht. Oh. Warum hast du mir nie erzählt, dass du so gerne tötest? Wir könnten die besten Freunde sein. Oh. Gutes Feedback. Oh, da fällt mir ein. Flameys Sohn schuldet mir ein Leben und seines hat er ja noch. Spür ihn auf und nimm es ihm. Verstanden? Alles klar. Ja. Komm. Auf zu dem Böllermann. Das ganz unten? Nee. Hä? Hier. Ach, da oben in der Ecke. Huch, irgendwie bin ich gerade ins Loch gefallen. Oh, ja. Da, das ist der Dicke. Lauf. Nee, das ist so ein Dicke. Lauf. Ja, ich bin hinter dir. Ach so. Folge! Komm mal hier! Raste! Oh, der hat live. Oh. Da. Hooray! Action!
den Titel Baby Kragans Abenteuer. Baby Kragan kletterte eines Tages mit seiner Mama Flamey aus dem Spalt. Da sahen sie seltsame zweibeinige Wesen und dachten sich, endlich was zu fressen. Also fielen Baby Kragan und seine Mama über das Lager her. Flamey richtete einen Zweibeiner übel zu und Baby Kragan tötete einen weiteren. Dann rannte Baby Kragan weg wie so eine feige Bitch. Dummes Stück Scheiße. Das hier muss beschädigt sein oder so, keine Ahnung. Bring sie zurück, während ich noch eine Story schreibe, in der du ein fieses Feuermonster tötest. Hört sich gut an. No, oh, ich mag romantische Gedichte. Aber den Auftrag geben wir erst ab. Erstens, wenn wir sie finden und zweitens in der nächsten Folge. Deswegen. Und tschüss. Macht es gut, Leute. Tschüss.